Eigentlich müsste es noch abgewendet werden, denn die SPD-Kolleginnen und Kollegen haben sich klar geäußert, immer eigentlich, seit September schon. Ich finde, sie verlieren ihr Gesicht, wenn sie dem Gesetzentwurf dennoch zustimmen. Sollte das passieren, überlegen wir eine Verfassungsklage, denn so, wie es jetzt verabschiedet werden soll, verstößt es gegen das Selbstbestimmungsrecht, wo man gerne leben möchte, und auch gegen die UN-Behindertenrechtskonvention. Ja, ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen. Ich bin wirklich beeindruckt von dieser Aktion. Ich freue mich, dass Sie es gewagt haben, in diesen Corona-Zeiten Flagge zu zeigen und zu protestieren. Das ist ganz wichtig. Wir brauchen als Abgeordnete, als Politikerinnen und Politiker Ihren Protest hier, damit klar wird, worum es geht. Wir sagen, selbstbestimmt in allen Lebenslagen, jeder möge sich nach seinen Möglichkeiten so frei wie möglich entfalten können. Und das muss auch für Menschen mit Intensivpflegebedarf gelten. Deswegen werden wir mit einem gemeinsamen Antrag, das sind Grüne, Linke und Freie Demokraten, einen Änderungsantrag einbringen, um den schlimmen Passus in diesem Gesetz noch zu verhindern, dass weiterhin diejenigen, die häuslich betreut werden, auch so weiterleben können. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich darf hier reden für die gesamte Fraktion von Bündnis 90 Die Grünen. Ich bin froh, dass wir es heute noch mal schaffen, einen starken Protest hier vor das Brandenburger Tor zu treiben. Und man muss sagen, egal wie es am Donnerstag ausgeht im Deutschen Bundestag, egal ob wir die Kuh noch vom Eis bekommen, das ist eine ganz peinliche Nummer, die wir hier hinter uns haben. 46 Wochen, stimmt, ne? 46 Wochen mussten Menschen dafür protestieren, dass sie in ihrer eigenen Häuslichkeit gepflegt werden. Das ist eigentlich ein unglaublicher Vorgang, mit dem wir es hier zu tun haben. Ich habe in den letzten Wochen und Monaten viel mit Journalistinnen und Journalisten telefoniert. Und eine Rückmeldung ist mir gerade in den letzten beiden Wochen häufig untergekommen, nämlich, dass die Leute gesagt haben, wir haben überhaupt nicht geglaubt, dass es so weit kommt, dass wir hier heute stehen, dass wir immer noch nicht wissen, welche Änderungen die Regierung vornimmt, dass wir heute immer noch nicht wissen, ob am Donnerstag ein Gesetz verabschiedet wird, das fundamental gegen die Rechte eines bestimmten Bevölkerungsteils verstößt. Und was ich sagen kann, ist, ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass hier die demokratischen Oppositionsfraktionen, die FDP, die Linke und die Grünen, geschlossen zusammenstehen, geschlossen einen Änderungsantrag vorlegen und so die Regierung tatsächlich unter Druck nehmen. Und wenn sich abzeichnet, dass bis Donnerstag keine Lösung gefunden wird, dann braucht es entweder ein Moratorium oder wir müssen prüfen, ob dieses Gesetz tatsächlich den Maßstäben unserer Verfassung entspricht. Wir stehen für die UN-Behindertenrechtskonvention. Die hier stehen, stehen für die UN-Behindertenrechtskonvention. Und wir werden es nicht zulassen, dass ein Teil dieser Bevölkerung aus der Gesellschaft heraus exkludiert wird. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, dass auch ich hier stehen darf, weil auch die SPD für die UN-Behindertenrechtskonvention steht. Und ich glaube, es ist auch uns in der Koalition zu verdanken, dass die ursprünglichen Gesetzesvorschläge, die wir ja alle schon in diesem wirklich ellenlangen, unwürdigen Verfahren gesehen haben, so nicht gekommen sind. Wir haben jetzt wirklich noch bis zum Schluss, und gleich muss ich um 13 Uhr in die Fraktionssitzung, noch verhandelt, und wir haben jetzt wichtige Sätze, wie ich finde, die auch gefordert wurden, noch mal reinverhandelt. Und zwar den Satz, dass berechtigten Wünschen der Versicherten zu entsprechen ist. Punkt. Ja, ich hätte jetzt das Wort nicht gebraucht, weil ich gehe davon aus, dass Ihre Wünsche immer berechtigt sind. Also von daher, aber den Wünschen ist zu entsprechen. Und wir haben auch noch mal klar reingeschrieben, weil das auch ein wichtiger Punkt war, dass die Möglichkeit der persönlichen Budgets erhalten bleibt. Auch das ist nochmal abgesichert. Auch die SGB-5-Budgets? Also die Formulierung, die Frage ist berechtigt, steht aber so drin, SGB-5. Und das ist jetzt die Vereinbarung, die wir getroffen haben. Ob dann im Gesetzestext die Oppositionsparteien damit oder Sie insgesamt damit zufrieden sein
werden wir jetzt dann, wenn alles heute in der Fraktion dann so diskutiert, zu Ende diskutiert ist, dann sehen. Ich kann Ihnen nur sagen, für die SPD war es erstens wichtig, dass wir, ja, von Ihnen, weil Sie immer sagen, Sie werden nicht gehört, erstens der Druck da war, dass Sie laut waren, der ist auch gehört worden, das will ich hier nochmal ganz deutlich sagen. Ich selbst habe auch nochmal einen Besuch in einer, bei einer Betroffenen gemacht und habe mir das wirklich einen halben Tag auch nochmal angesehen, einfach weil ich oft den Eindruck hatte, bei vielen Kollegen, auch der Union, war das Gefühl nicht dafür da, über welche Gruppen wir eigentlich sprechen. Dass klar war, wir wollen die Intensivpflege in der Qualität verbessern. Wir wollen die, die damit Schindluder treiben und sogar Patienten gefährden, bekämpfen. Wir wollen die Rehabilitation stärken. Das waren alles Ziele dieses Gesetzes. Aber unser Ziel war niemals, zumindest für mich als und für die SPD-Fraktion kann ich es sagen, Ihnen Angst zu erzeugen, dass die Modelle, die gute Pflege, die Sie seit Jahren um sich rumstrukturiert haben, dass die erhalten bleibt. Und ich glaube, wir haben jetzt mit diesem ganzen ellenlangen 46 Monate, Wochen, habe ich jetzt gerade auch nochmal auf einem Transparent gelesen, so viel Misstrauen und Angst erzeugt, was ich durchaus verstehen und nachvollziehen kann. Aber glauben Sie mir, wir haben wirklich jetzt bis heute Morgen früh genau diese zwei wichtigen Punkte der persönlichen Budgets und das dem Wünschen der Versicherten zu entsprechen ist, rein formuliert, das wird hoffentlich nach den Fraktionssitzungen dann jetzt auch im Text so erscheinen, das ist zumindest so die Absprache jetzt, dem die Union in ihrer Fraktionssitzung die Tagen nach uns, deswegen hoffe ich, dass sie dem jetzt auch so zustimmen und dass wir dann eben kein Gesetz auf den Weg bringen, wo am Ende die Kollegin Rüffer klagen muss. Das wollen wir nicht, das will niemand. Weil uns diese Rechte und auch die Entscheidung und die Möglichkeit mit ihrem Hilfesystem erhalten bleibt. Ich will das hier an der Stelle für die SPD nochmal deutlich sagen. Und ich bedanke mich wirklich auch für die konstruktiven Gespräche, die wir auch zwischendurch und auch ich mit einzelnen von Ihnen hatte, die mir persönlich auch nochmal sehr geholfen haben in der Argumentation und um am Ende diese Änderung jetzt auch noch herbeiführen zu können. Das war mir wichtig, Ihnen auch noch mal zu sagen. Und selbst wenn Sie jetzt im Nachgang, hoffe ich, dass wir im Gespräch bleiben, denn dieses Gesetz ist ja so angelegt, dass jetzt Richtlinien erarbeitet werden müssen und es in circa 3 Jahren endgültig in Kraft tritt. Bis dahin sind noch Richtlinien, es geht nicht, dass das nur Ärzte machen. Richtig, und da finde ich, sollten wir im Gespräch bleiben. Die SPD ist auch übrigens eine, die immer sagt, die Pflege muss sowieso grundsätzlich in Zukunft mit an den Tisch. Und das ist auch der entscheidende Punkt für den Bereich. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, 46 Wochen habt ihr gekämpft, habt über 200.000 Unterschriften gesammelt mit dem Ziel, dass der erste Entwurf, den Jens Spahn ins Kabinett und in den Bundestag eingebracht hat, nicht umgesetzt wird. Wir werden sehen, was... Weiter weg. Ich sollte nah ran. Bisschen weiter weg. Wir kriegen es hin. Also, dass aufgrund eures Engagements, das überhaupt so lange in der Öffentlichkeit diskutiert worden ist, dass es einen Widerspruch gegeben hat, dass über 200.000 Menschen in diesem Land gesagt haben, dass das IPREC so nicht den Deutschen Bundestag verlassen darf. Und Corinna Rüffer hat es ja schon angekündigt, wenn die Große Koalition nicht bereit ist, verfassungskonforme Gesetze auf den Weg zu bringen. Ich erinnere zumindest an die Wahlrechtsreform und den Ausschluss von Menschen mit Behinderung beim Wahlrecht. Da sind die drei demokratischen Oppositionsfraktionen nach Karlsruhe gegangen und haben dort für dieses Recht geklagt und dann auch gewonnen. Und ich kündige schon mal an, im Namen der drei Fraktionen, sollte das am Donnerstag so durch den Bundestag und dann auch durch den Bundesrat laufen. Die Klage in Karlsruhe ist bereits vorbereitet. Unsere Unterstützung habt ihr in jedem Fall. Vielen Dank. Ich bin verwundert, dass wir 46 Wochen mindestens protestieren mussten für diese minimalsten Änderungen. Das hätte man auch wesentlich billiger haben können, also viel früher zu diesen Erkenntnissen kommen können. Ich glaube der SPD nicht, dass sie in unserem Sinne das erreicht hat. Dafür gibt es zu viele Signale, dass das zu schwach ist.
Und ich finde, das muss ich ganz ehrlich an alle Fraktionen äußern, auch an die Opposition. Es ist ein billiges, privilegiertes Argument zu sagen, dass bürgerliches Engagement so wichtig ist und Protestieren so nötig sei, um überhaupt ein Thema auf die Agenda zu bringen. Denn es ist beschämend, dass man so lange protestieren muss, ehrenamtlich wohlgemerkt, und auf eine eiskalte Ignoranz von den Ministerien und auch den Parteien trifft. Hallo? Die sich wirklich liebe Freunde, ihresgleichen suchen. Ich darf ja auch ein paar Worte reden, mein Name ist Ilja Seifert. Ich wundere, wenn dann plötzlich Politikbeamte entsteht. Alles, was bisher gesagt wurde, mag richtig sein, aber lasst uns nicht in die Situation kommen, den Klageweg einschlagen zu müssen. Der ist nämlich lang und in der Zeit wirkt das Gesetz und da sind viele von uns schon eingesperrt. Das darf nicht sein. Jede Situation, die nicht die gegenwärtige Situation verändert, ist besser als das, was jetzt vorgesehen ist. Das Gesetz ist ein bürokratisches Monstrum. Es wird uns alle nur ärgern und viele, viele Probleme bereiten. Lasst uns darum kämpfen, den Status quo beizuhalten und die Leute, die zu Hause pflegen, weiter gepflegt werden können. Denn Missbrauch ist jetzt schon verboten. Missbrauch wird jetzt schon bestraft. Sorgt dafür, dass der Missbrauch bestraft wird und nicht, dass wir eingesperrt werden. Das EPREG will beatmete Patienten ins Heim zwingen. Sollen Betroffene jetzt für Planungsfehler der letzten Regierungen büßen? Ich bin doch auch ein Mensch mit Anspruch auf Inklusion, der nicht weggesperrt werden will. Steht unser Gesundheitsminister über dem Grundgesetz? Die FDP-Bundestagsfraktion ist an der Stelle die ganze Zeit völlig klar. Es gibt keinen Zwang für eine stationäre Unterbringung aufgrund von Hilfebedarf, der ambulant gedeckt werden kann. Wenn Herr Spahn das plant, kann er unseren erheblichen Widerstand an der Stelle sich sicher einpreisen. Wir werden im Parlament am Donnerstag einen Entschließungsantrag einbringen, der sicherstellen soll, dass es zu den befürchteten Zwängen, sich in stationäre Einrichtungen zu begeben, nicht kommt. Und wenn dieser Entschließungsantrag, von dem ich hoffe, dass er eine Mehrheit findet, keine Mehrheit findet, können wir dem Gesetz so nicht zustimmen. Die Botschaft ist, dass sie gehört worden sind, dass viele im Parlament, es gibt gemeinsame Anträge der Opposition, das jetzige Gesetzesvorhaben zu verhindern, dass wir daran arbeiten. Und wenn es uns politisch nicht gelingen sollte, in dieser Woche das zu verhindern, was Sie alle zu Recht befürchten, dann bleibt ein weiterer, nämlich ein juristischer Weg. Auch da werden wir prüfen, ob wir uns daran beteiligen können. Mein Name ist Oliver Jünke. Ich bin 52 Jahre alt, bin an der Amyotrophenlatte als Sklerose, kurz ALS, erkrankt und muss aus diesem Grund seit nunmehr 8 Jahren 24 Stunden am Tag künstlich beatmet werden. Eine Entwöhnung von der Beatmung ist aufgrund eines Muskelschwundes, eine Auswirkung der ALS, nicht möglich. Ich melde mich hier nicht nur als Betroffener zu Wort, sondern auch als erster Vorsitzender des eingetragenen Vereins ALS Mobil. In Deutschland leben ca. 8000 Menschen mit ALS. Nicht betroffen von der ALS sind die Körperwahrnehmung und die Sinneswahrnehmung, das Sehen, das Hören, das Schmecken, das Riechen, der Gleichgewichtssinn, der Tastsinn, sowie unsere geistige Leistungsfähigkeit. Dies bedeutet also, wir sind zwar in unserem Körper gefangen, weil wir uns nicht mehr bewegen können und durch den Muskelschwund auch nicht mehr selbstständig atmen und essen. Wir verfügen aber noch zu 100% über unsere Auffassungsgabe, unsere Logik sowie unser Denk- und Urteilsvermögen. Nur so viel zu einem Teil der Menschen, die auf eine ständige intensive Versorgung angewiesen sind. Der in seiner abschließenden Form vorliegende Gesetzentwurf von Gesundheitsminister Jens Spahn zielt auf die körperlich Schwächsten in unserer Gesellschaft. Patienten über 18 Jahren mit Intensivpflegebedarf wird das Aufenthaltsbestimmungsrecht entzogen. Der Staat ordnet die stationäre Unterbringung an. Hierbei wird nach meiner Meinung gegen die UN-Behindertenrechtskonvention verstoßen und darf so nicht in Kraft treten. Ja, es ist richtig. Wir benötigen bundesweit gültige Rahmenbedingungen in der Intensivpflege. Und der Gesetzentwurf enthält auch viele richtige und gute Ansätze. Es kann aber zum Beispiel nicht sein, dass jeder Pflegedienst und jeder Betroffene, der seine Pflege allein organisiert, seine Rahmenbedingungen mit seiner zuständigen Krankenkasse persönlich aushandeln muss. Hier bedarf es zum Beispiel der Unterstützung der Politik, die einheitliche Rahmenbedingungen festlegt, um Qualitäts- und Struktureigenschaften zu definieren, sowie den Einsatz von finanziellen Mitteln zu regulieren. In dem aktuell vorliegenden Gesetzentwurf
der schon in dieser Woche beschlossen werden soll, wurde klammheimlich das Wort medizinisch vor das Wort Behandlungspflege gesetzt. Das bedeutet so viel, dass die Krankenkassen nur noch für die reinen Beatmung und sonstige medizinische Versorgung verantwortlich zeichnen. Für die pflegerische Grundversorgung stehen dann nur noch ca. 2000 Euro in Form von Pflegesachleistungen der Pflegeversicherung zur Verfügung. Benötigt werden dann aber bis zu 8000 Euro monatlich. Da ein Großteil der Betroffenen jedoch am Existenzminimum lebt und das Sozialamt nicht einspringen wird, werden die Betroffenen genötigt, in eine vollstationäre Einrichtung zu gehen, weil dort die Pflege von der Pflegeversicherung vollständig übernommen werden soll. Die Intensivpflege mit Beatmung in den eigenen vier Wänden soll nur noch die absolute Ausnahme sein. Gegenwärtig gibt es ca. 20.000 ambulante Beatmungspatienten. Ein Drittel dieser Personen kann nicht von der Maschine entwöhnt werden. Ich denke, alle diese Menschen, die nicht entwöhnt werden können und zu Hause leben, lehnen eine stationäre Unterbringung ab und möchten weiterhin zu Hause versorgt werden. Wenn per Gesetz festgelegt wird, dass eine Pflege von Schwerstkranken in den eigenen vier Wänden nicht mehr möglich sein soll, so ist das ein gravierender Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht und soll das Recht auf Teilhabe am gesellschaftlichen und sozialen Leben genommen werden. Wir Betroffenen wollen zu Hause in unserer gewohnten Umgebung bleiben. Es sollte niemals über die Köpfe von Betroffenen hinweg entschieden werden. Schon gar nicht, wenn es um Rahmenbedingungen ihres zukünftigen Lebens geht. Vor gut zwei Jahren hat der Gesundheitsminister 13.000 neue Pflegestellen versprochen. Woher will er das Personal dafür nehmen? Hier sehe ich einen eindeutigen Zusammenhang. Die häusliche Intensivpflege soll abgeschafft werden und das frei werdende Personal soll in stationären Einrichtungen beschäftigt werden. Alle Pflegekräfte aus diesem Bereich, mit denen ich bisher gesprochen habe, können sich einen solchen Wechsel nicht vorstellen. Sie hatten alle ihre, wenn auch unterschiedlichen Gründe, in die ambulante Pflege zu wechseln. Sollte der Fachkräftewechsel von der häuslichen Versorgung in stationäre Einrichtungen wirklich der Grund dafür sein, die Intensivpflege derartig zu verändern, dann hat da jemand die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Der Großteil der Fachkräfte hat sich bewusst gegen eine Tätigkeit in vollstationären Strukturen entschieden und wird nicht wieder dorthin zurückwechseln. Diese Pflegefachkräfte werden der Pflege den Rücken zu drehen und sich andere Beschäftigungsverhältnisse suchen. Und der Fachkräftemangel wird sich noch verstärken als verringern. Werte Anwesende, bitte unterstützen Sie uns dabei, dass der gegenwärtige Entwurf des Intensiv-, Pflege- und Rehabilitationsgesetz der GKV so nicht in Kraft treten wird. Auch wenn wir krank und auf die Hilfe anderer angewiesen sind, haben wir trotzdem das Recht auf Selbstbestimmung. Wir haben das Recht, unseren Aufenthaltsort selbst zu bestimmen und am Leben teilzunehmen. Wir wollen nicht als eine Sache betrachtet werden, die aufgrund von taktischen Spielchen und aus finanziellen Gründen kein Recht auf Gleichbehandlung hat. Bitte setzen Sie sich gemeinsam mit uns dafür ein, dass das Gesetz in seiner jetzigen Form nicht in Kraft treten kann. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Unterstützung.